Jo Leute, willkommen zurück zum Part 7, denke ich doch. Und wir spielen mal wieder ein bisschen Bioshock. Ich würde sagen, wir richten gleich mal das nächste Massaker an. Und... Ich muss rauf aufs Dach und diese Skyline nach Monument Island nehmen. Ja. Irgendwie hat da die Explosion gefehlt, glaube ich. Ich weiß, was du hier willst, falscher Hirte. Ich sehe jede Sünde, die deine Seele verfinstert. Wounded Knee. Die Pinkertons. Alkohol, Glücksspiel. Und natürlich Anna. Und jetzt, um die Schuld zu tilgen, willst du mein Lamm rauben. Doch nicht jede Schuld lässt sich tilgen. Booker. Du kennst mich nicht, Kumpel. Die Prophetie ist mein Beruf, Mr. DeWitt. So wie Blut der Ihre ist. Wissen Sie, warum diese Männer für mich sterben? Ich habe ihnen eine ruhmreiche Zukunft vorausgesagt. Und so sind sie zufrieden. Was führt Sie nach Columbia, Booker? Bringen Sie uns die Kleine und tilgen Sie die Schuld? Das führt zu Blutvergießen, DeWitt. Aber so endet es ja immer, nicht? Es endet immer mit Blutvergießen. Du willst mein Lamm auf Abwege führen, aber dein Stab ist krumm und dein Pfad gewunden. Geh zurück in das Sodom, aus dem du kamst! Mein Stab ist aber nicht krumm. Wow. Wow. Scheiße. Nein! Okay. Nein! Jetzt greift doch die Stelle. Okay. Alles Gute kommt von oben, na klar. Auch der Kevin kommt von oben. Haha. So. Guten Tag. Ach du. Ich glaube, ich werde mal ein bisschen meine Krählein einsetzen. Meine kleinen Krählein. Oder wie die Mehrzahl von Krähe ist. Die Verkleinerungsform. Krählein. Krähenchenlein. Ja, wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich meine. Wow, wer bist du denn? Keine Sorge, ich tu dir schon nichts. Okay, ich krieg das Ding schon irgendwie flott. Der Herr vergibt alles. Aber ich bin nur ein Prophet. Ich muss nicht vergeben. Amen. Amen. Wow. Wow. Ach so, okay. Ach, ich dachte schon, die will jetzt irgendwas auf mich werfen. Hallo? Bin ich hängen bleiben? Wo ging's denn hier raus? Oh. Ja, das haben wir jetzt irgendwie verfasst. Auf ein neues. Ja, na, greif doch. Ja, dann machen wir halt so. Oh. Ach, das liegt daran, dass ich nicht Leertaste drücke, sondern V. Aber das ist schon ein bisschen schlecht, wenn man V drückt, anstatt die Leertaste. Was haben wir hier? Trip Monument Island, okay. Also wir befinden uns jetzt hier auf Monument Island, so viel ich jetzt mitbekommen habe vom ganzen Spiel. Da seht ihr schon mal, wie weit ich schon bin. Also das brauchen wir auf jeden Fall und ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viel Leben wir hatten. Ich hole es mir einfach mal. Dann würde ich sagen, wir sparen mal ein bisschen auf dieses Krähen-Dings hin, weil die Krähen finde ich ziemlich cool. Und die werde ich mir auch... Oh, was haben wir denn hier? Verleiht die Fähigkeit, Menschen zu beherrschen, die Selbstmord begehen, wenn der Effekt abklingt. Auf jeden Fall. Für 50 ist das doch mal sehr billig. Ach, wir können... Nein, Moment. Ah, okay. Possession now turns machine and man into allies. Hold and release to create a ghostly trap. Oh, a ghostly trap. Na, alles klar. Da wissen wir jetzt Bescheid.
Oh ja. Auf nach Monument Island. Es erschien mir nicht der richtige Ort, um ein Mädchen festzuhalten. Wofür hatten die... Wofür hatten diese Leute solche Angst? Ja. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Da. Ach, diese Musik ist doch immer... Da ist es. Monument Island. Schön. Möchte bloß wissen, wieso man sie hier entsperrt. Oh. Mensch, das wäre nur meine Hand gewesen. Und ich dachte gerade, da kommt jetzt irgendein Monster oder irgendwas. Tja. Oh, Geld. Nehmen wir doch auf alle Fälle, denn wir sind nicht so reich, würde ich sagen. Da können wir jeden kleinen Cent gebrauchen, jeden kleinen Silver Eagle. Was müssen wir hier machen? Was müssen wir hier machen? Bin ich zu blöd oder wie? Oh, scheint so. Oder scheint nicht so, denn ich hab's ja jetzt gelöst. Ja. Ja. Ja, Englisch. Nee, danke. Erstmal nicht. Ich bin hier in meiner Freizeit, da würde ich erstmal gerne ohne Englisch leben. Wobei ich jetzt nicht so viel gegen Englisch habe. Ein Portemonnaie. Ist dangereux. Oder wie? Dangereux. Wie auch immer. Sind wir jetzt hier in Frankreich oder wie? Das verstehe ich jetzt nicht. Was ist das? Er spricht mir aus meinen Gedanken heraus. Was ist das? Oh, ich glaube, der Teppich fängt bald an zu brennen. Siphon Passive. Welchen Hebel nehmen wir denn? Wir haben einmal ein Teddybär, eine Tasche und eine Flagge. Ach so, ja, nicht eine Tasche, sondern ein Buch, okay. Habe ich erst jetzt gesehen. Ich finde den... Ja, die wären ganz cool. Okay, der kann die Farbe ändern, das ist jetzt schon mal ziemlich cool. Nach 2 Jahren, 2 Jahre alt und da haben wir 13 oder 11, je nachdem wie die das jetzt sehen. Dann noch 4. Okay. Das verstehe ich jetzt nicht ganz, was das jetzt für einen Sinn haben soll, aber ich glaube, das werden wir noch erfahren, wenn wir denn diesen sehr unverdächtig aussehenden dicken Kabeln folgen. Aber ich glaube, wir gehen erstmal hier rein und gucken uns was an, was die hier für Schweinereien machen. Man muss der mir aber auch immer ins Wort reden. Oh, ich weiß nicht, ob ich hier reingehen will. Im Nachhinein machen die noch dann die Türen zu. Ah, das sieht aus wie das Ding, wo ich mich... Ja, Tür. Wo ich mich am Anfang reingesetzt habe, um erstmal nach oben zu kommen. Vielleicht stellen die hier die Dinger da her, wie auch immer. Oder nicht. Oh. Geht's in die Rotlichtszene? Ja, ich guck schon nicht in die Hand. Ein Müsli. Cool. Und ein unsichtbarer Film. Boah. Coole Sache. Ach so. Okay, nee, alles klar. Wir können ja kurz mal einen Blick drauf werfen, aber allzu lang möchte ich mich hier eigentlich nicht drauf aufhalten. Wir sehen ein Mädchen.
das weggeht von einer Tür, weil sie nicht reingekommen ist. Hm, schade. Ach so, nee. Hä? Hm. Ja, okay, jetzt macht alles keinen Sinn. Gut. Ja. Painting. Ah, sie malt, okay. Ja, das ist schon echt interessant, würde ich sagen. Wir werfen noch mal kurz eine Sekunde drauf und ja, das war's. Beobachten Sie. Ach so, okay. Na, das hätte ich jetzt auch gewusst. Ich hab's nur nicht gesagt. Oh, was ist das denn? Eine Mega-Subwoofer-Anlage, um Musik herzustellen? Oder wie? Aber hier im größten... Oh, hier. Im größten nur möglichen... Wie auch immer. Ihr wisst schon, was ich sagen möchte. Dubstep-Musik, ja. Machen die hier, produzieren die also die Dubstep-Musik. Na, alles klar. Jetzt wisst ihr, was Leute. Also... Wenn ihr mal einen Song machen wollt, immer schön Bioshock Infinite spielen, dann wisst ihr, wo er die herbekommt. Ja. Und hier fehlt wieder die Fahrstuhlmusik, wie immer. Ja, wo geht's jetzt raus? Hier, okay. Frag mich, was Spaceyman heißt. Spaceyman Present. Vielleicht ist das der Typ. Ich werde einfach mal den Hebel ziehen, ohne irgendwas zu ahnen. Mhm. Was... Sind das japanische Zeichen? Nein, oder? Ach, okay. Das scheint hier alles wie so ein Museum zu sein, würde ich sagen. Ja, okay. Ein Kleiderraum. Da müssen wir hin. Ich habe so eine leichte Ahnung, aber die werde ich jetzt noch nicht kundtun. Ja. Oh, da ist sie ja. Sie. Ach, was jetzt? Finger geschnitten mit dem Stück Papier. Ach, ei. Sie hat es doch nur in der Hand gehalten. Ei, ei, ei. Ja. So verhalte ich mich auch immer, wenn ich vor dem Spiegel stehe. Aber sagt es keinem bitte weiter. Kommen wir nun zum nächsten Kinosaal. Welcher Film läuft denn heute? Ach, zieh die. Ach nee. Nee, nee. Falscher Gedanke, Leute. Tut mir leid. Oh. Oh, was ist... Wow. Oh Mann. Was immer das war. Es hat nichts mit meinem Job hier zu tun. Okay, ich habe also doch einen Job. Okay. Das ist schon mal was ganz Neues. Gut, dass ich das jetzt auch weiß. Dieser Job wird immer mieser. Ich würde sagen, wir werden uns noch die ganzen Dinge hier angucken und sobald es dann zu Ende ist, dieses Kino, was auch immer das hier sein soll, würde ich sagen, machen wir einen Schnitt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Aber wie gesagt, jetzt erstmal noch gucken, was die so macht. Sie guckt. Achso, ich glaube, wir können sie jetzt holen gehen. Wäre schon mal ziemlich cool. Dann lernen wir sie wenigstens noch mal kennen. Lernen sie kennen. Heilige Scheiße. Okay, ich schaff das. Ja, ob wir es nun schaffen werden, seht ihr dann im nächsten Part. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Und nicht allzu sehr Angst vor diesem großen Gesicht dort. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Reingehauen.